Apple-Chef Tim Cook stellt das neue iPad Air vor. Erstmals präsentiert der Technologieriese seine Produkte rein virtuell aus dem Firmensitz in Cupertino in Kalifornien. Neu ist die Apple Watch Series 6, mit der Nutzer unter anderem binnen Sekunden ihren Sauerstoffgehalt im Blut berechnen können. Zudem kündigt Apple ein neues iPad-Einsteigermodell und ein neues iPad Air an. Sowohl für die Smartwatch wie auch für das iPad bietet Apple den Nutzern neue Apps. Dazu gehört eine Fitnessanwendung, die virtuelle Trainingsanleitungen ermöglicht. Zudem präsentiert der Konzern ein neues Abo-Programm namens Apple One, in dem bereits bestehende Streaming-Dienste gebündelt werden. Das neue 5G iPhone 12 lässt dagegen weiter auf sich warten. Möglicherweise wird es im Oktober vorgestellt. Wegen der Corona-Pandemie kommt es bei der Produktion offenbar zu Verzögerungen.